Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Another Brick in the Mall. Und das ist das, was wir bisher gebaut haben. Ja, ich denke hier so ungefähr. Ja, so groß vielleicht nicht, aber irgendwo hier so in dem Bereich wird die große Mall dann kommen. Na, das ist alles nur Rumgeplänkel. Das ist dann uninteressant. Wenn das große Ding hier steht, dann geht's ab. Das kannst du aber wissen. So, ja, wir schauen uns jetzt hier mal ein wenig weiter ein. Ne, bereits jetzt schon über 300 Kunden, über 400 Kunden teilweise da, um diese Uhrzeit. Es ist Wahnsinn, wir haben über 1 Million Piepen, wir machen 95.000 am Tag. Und wir wissen gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen, das Geld leer zu kriegen. Auf jeden Fall, indem wir bauen. Würde ich mal sagen, so weitere Researches gibt es ja jetzt nicht. Außer halt Bustransport. Momentan brauchen wir die noch nicht. Wie viel haben wir da jetzt schon? Weiß ich nicht. 10 Stück können wir ja aktuell nur bauen. Das Kino, ja, macht das überhaupt Gewinn? Macht das Kino überhaupt Gewinn? Ich denke schon. Aber die anderen Läden hier, Leseratten, ja. Ja, Spielekaxe, ja. Immer schön hat der Verlust, genau. Die Ticketlobby, ja, das Kino läuft gut, das Kino läuft gut. Da sind wir mal mit zufrieden, ausnahmsweise. Ansonsten läuft es generell gut. 8 Uhr morgens und wir machen schon gut Gewinn. Die Frage ist, was kommt noch wo und überall alles hin? Was macht unser Arcade-Laden hier? Läuft. Übrigens, restaurantmäßig habe ich gerade noch die letzten Updates durchgelesen, von denen wir ja schon gesehen haben. Da profitiert das nämlich von. Das hat anscheinend vorher keine Funktion gehabt und so. Also die wurden nicht genutzt. Man kann die Dinger hier, die habe ich nämlich immer extra so bauen müssen, weil man die nicht drehen konnte. Aber mittlerweile kann man die drehen tatsächlich. Seit dem letzten Update. Diese Kochstationen, also hätte ich das auch anders machen können. Ich hätte zum Beispiel hier und hier Kassen machen können und hier Restaurant. Aber ich finde es so eigentlich auch ganz schick. Eigentlich sogar besser. Von daher ist es schon okay so. Aber jetzt, ja, was jetzt? Ich traue mich halt nicht da unten. Wir haben es ja, kriegen es ja immer noch nicht hin hier im Bustling. Wie spät? 13 Uhr noch was. Manage. Bustling-Quelle. Wir gucken mal. Kassierer. 0 Uhr. 8. 8. 16. 16. 16. 15. 8. 0. Die 15 Uhr. Die könnte vielleicht um 12 anfangen. Demnächst. Und, oh. Aber da kann ich nicht mehr viel machen. Da sind alle Kassen besetzt. Da geht nichts mehr. Leute, was los? Das ist, ja. Das ist natürlich blöd. Ja, die müssen halt viel laufen, ne? Weil die da von unten ran müssen. Die sind falsch rum gedreht, die Dinger. Die sind auch falsch rum gedreht. Wir müssen die mal wegnehmen, alle. Wir müssen die mal alle wegnehmen, leider. Moment. Das haben wir gleich. Gehen aber auch gleich wieder auf neue bauen. Wenn ich halt wüsste, wie rum richtig ist. Ne? Der geht ja nur so. Geht ja nur so. Ich kann sie zwar ein bisschen drehen und so, aber ändert nichts daran, wie rum sie da sind. Also die müssen immer von hinten ran. Okay. Die mögen das so oder so, weiß ich nicht.
0 Uhr Schicht. Sehen wir mal gucken. Da ist... In der 0 Uhr Schicht sind anscheinend wirklich alle vier Kassen besetzt und... Ja, jetzt ist mal einer gegangen. Das ist ja... Ich fasse es nicht, ne? Um die Uhrzeit. Unglaublich. Jetzt haben wir einen Gewinn gemacht, 89.000. Nur, naja. Gut, wir müssen was bauen. Wir müssen was bauen, sonst nimmt das hier überhand mit unserem Money. Vielleicht mal noch so einen kleinen... Ja, was eigentlich? Ich weiß es gerade nicht am besten. Vielleicht nochmal so ein Mediaturn-Dings. Ich meine, der hier läuft ja ganz gut. Könnte man eigentlich noch einen zweiten bauen, ne? So, hier hin. Passt eigentlich. Foundations. 30 mal 25. Ich denke, das ist gut. Objects. Der Eingang kommt... Kommt... Hier oben hin. Zack. Hier unten kommt die Stuff Door. Da kommt dann nämlich... Dings rein. Das Lager. So. Genug Mitarbeiter haben wir ja. So, lassen wir die da erstmal bauen. Mitarbeiterparkplätze sind ja hier dann auch genug. Hoffe ich. Auf jeden Fall, wenn wir so große Dinger bauen, sollten wir auch ein Maintenance Center dran setzen. Und was ich mir wünschen würde halt von den Entwicklern wäre, dass ich eben Maintenance dann bestimmten Bereichen zuwenden zuweisen kann. Ich weiß nicht, ob ich das sogar schon kann. Nee, ne? Nee. Dass ich sagen kann, hier, die hier sind, die Putzkräfte, kümmern sich um den Bereich. Die hier sind, kümmern sich um den Bereich. Sonst rennen mir die hier alle durcheinander. Leseratten. Bräuchte tatsächlich mal eine zweite Kasse. Damit rechne ich ja nun gar nicht, dass die Leute lesen können hier. Da sollten aber eigentlich auch zwei besetzt sein. Ich kann es mir schon vorstellen, was da läuft. Da hat jemand am Arsch der Welt geparkt. Übrigens ist mit dem Update, mit dem letzten, ne? Das werden nun schon eine Weile spielen. Soll die Intelligenz der Fahrer und der Mitarbeiter und sowas verbessert worden sein, so dass die halt nicht mehr so ewig weit latschen. Auch diese Lieferdinger, dass die nicht hier parken und irgendwo da hinten was beliefern. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, dass das verbessert wurde. Aber ist ja okay. Objects. Checkout Counter. Drehen und wenden. Zack. Wir machen hier mal diverse Kassen hin. Da man nie weiß, wie hardcore es wird. Oh, wir haben das gut abgemessen. Wir haben das richtig gut abgemessen. So. Shelves brauchen wir natürlich für DVDs, Blu-rays und sowas. Wir machen das hier einfach mal. Ne? Huch. Tische brauchen wir dann auch. Das wird hier... Ups. Eine große Bude. So. Dann machen wir ein paar Tische. Können natürlich auch einstellen, dass die automatisch befüllt werden. Ich weiß halt nicht, wie das dann sich hier verhalten würde. Ob die dann auch wirklich Sachen reinmachen würden, die ich da auch gern drin hätte. Ja. Man weiß ja, wie das manchmal ist. Mit so automatisch.
Da kommt dann automatisch nur Kacke rein. So, das wird ein großer, das wird ein ganz großer. Und der kriegt sogar noch eine coole Extra-Abteilung. Hehe. Nee, kriegt er nicht. Kriegt er nicht. Ich weiß noch nicht, was ich hier... Das lasse ich so. So. Sign. Fill. Storage. Das hier. Store. Das. Pause. Manage. Store. Das wird hier... Das wird hier der... Pass mal auf. Das wird der... Ja. Pro-Markt. Markt. Der Pro-Markt. Ne? Der Pro-Markt ist das hier. Und der Storage dazu heißt natürlich... Pro-Markt. Lager. Lager. Der Pro-Markt. Hier ist der Storage. So, rund um die Uhr geöffnet. Wie sich das gehört für den Pro-Markt. Wir brauchen Stock-Locks. Das Stock-Locks. Da haben wir einen guten Kassierer. Haben wir auch einen guten Stock-Lock? Haben wir nicht. 0 Uhr einer. 8 Uhr einer. Und 16 Uhr einer. Mit den Kassierern verhält es sich wie folgt. 0 Uhr. Vielleicht 2. Und 8 Uhr. 2. Wir machen jetzt erstmal in jeder Schicht 2. Ja? Man weiß ja nie. Und dann beobachten wir halt, wie sich das entwickelt. Ob wir aufstocken müssen und wenn ja, wo. Also in welcher Schicht. So. Zwei Stück pro Schicht. Produkte kommt jetzt. Kommt jetzt. Pass auf. Muss halt. Da ist nichts bei. Gut. So. 1, 2, 3. Ja, das ist perfekt. Wir haben 3 Kategorien und 3 Reihen. Das ist super. Lustig ist garantiert, dass auch das Verfallsdatum haben wird. Das müssen die Entwickler vielleicht auch mal rausnehmen. Dass bestimmte Produkte halt kein Verfallsdatum haben. Denn es ist ja Quatsch. Du bist schon mal durch den Mediamarkt gelaufen und hast da die CDs schimmeln sehen oder so. Ich nicht. Na, obwohl, beim Mediamarkt ist ja alles möglich irgendwie. So. Ein bisschen Musik wäre schön jetzt hier. Tatsächlich, aber wir haben ja nichts an GEMA-freie Musik am Start. Und selbst wenn, man weiß ja nie, ob es auch GEMA-frei bleibt für immer und ewig. Ne? Irgendwann in 10 Jahren kommen die mir und sperren das Video. Ha! Nicht mit mir, meine Freunde, nicht mit mir. So. Der Pro-Markt wird groß und natürlich den Mediatoren in seiner Größe in die Schranken weisen. Aber man weiß ja nicht, was später noch kommt, ne? So, wie sieht es denn hier aus? Laptop. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Konsolen, Smartphones, Tablets. Hier ist eine Menge. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24. Durch 7 ist schon mal scheiße. Ist schon mal scheiße, ne? Wir ordnen das jetzt mal. Laptops und Computer machen wir 3-mal. Machen wir einfach 3-mal. Spielekonsolen. 1. 2. Da machen wir 4. 3. 2. 3. Ach, ist egal. Wir machen die Reihe runter.
So. Dann Smartphones und Tablets, würde ich sagen. Die kriegen eine komplette Reihe. Und die anderen drei Sachen verteilen wir dann in der letzten. So, ist halt blöd jetzt. Ja, wir könnten das alles nur einen Meter runterziehen. Dann würde es wenigstens aufgehen. Also dann hätten wir 8 nach unten immer. Könnten halt zum Beispiel 4 Smartphone, 4 Tablets. Boah, sind noch mehr als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind 8. Bin ich denn blöd? Was habe ich denn da gezählt? So. Hier teilen wir auf. MP3-Player. Zwei Stück. Es ist, kein Mensch nutzt mehr MP3-Player. Kameras 2 braucht auch nicht so viel, denke ich. Und die Fernseher. Da würden mir noch HiFi-Anlagen fehlen. Generell Lautsprecher. Und. Auch beim PC Zubehör. Ne? Ah, oh, hier wird's schwer. Hier mache ich jetzt einfach irgendwie. Das zähle ich nicht ab. Das ist mir zu blöd. Wir haben halt 4 Sachen und, naja. Washing. Ja, zur Waschmaschine kommen dann die Drying Machines, ne? Also die Trockner. Und auf die anderen beiden kriegt dann jeder eine Reihe. Ich hoffe auch, die Stocklooks schaffen das dann. Ich glaube, ich werde den Laden erstmal bestücken lassen. Hier kommt nochmal eine Waschmaschine, also die Geschirrspüler. Ne? Und daneben kommen dann die Kühlschränke, dass wir die Waschdinger zusammen haben. Und dann halt den Kühlschrank. Baumarkt würde mir ja auch noch fehlen. Ein Baumarkt. So ein richtiger Baumarkt, so. Oder Möbelhaus. Möbelhaus wäre auch noch nice. Ne? Was könnte man hier alles noch mit reinmachen? Aber naja. Pass mal auf, ich mache jetzt hier mal noch schnell da den. So. Dann mache ich erstmal. Geöffnet gar nicht. Upp. Klar, guck mal, man kann die sogar manuell schließen. Na, gucke. Und dann kann nämlich der Stockclerk. Da meckere ich nämlich immer. Dann kann der Stockclerk hier schon mal auffüllen in Ruhe, bevor ich den Laden eröffne. Ich hoffe, der kommt auch. Ich hoffe, die Stockclerks kommen, wenn der Laden geschlossen ist. Aber normal müsste er. Die Verkäufer halt leider auch. Müssen halt leider auch kommen. Was ein bisschen schwachsinnig ist, wenn der Laden geschlossen ist. Aber die Stockclerks, die sind halt wichtig. Ich hoffe, die kommen. Theoretisch 16 Uhr müssen die kommen heute. Und ganz schlauerweise. Ganz schlauerweise habe ich da gar keine Tür. Weil ich der Held des Tages bin. So. Deswegen bräuchte auch noch eine eigene Loading Zone vielleicht, ne? Das ist sonst auch blöd. Roadwork. So. Und ein Garbage Pickup. Garbage Pickup und Loading Zone. Kriegt der. Hier haben wir schon mal die Loading Zone. Jetzt kommt noch der Garbage Pickup. So. Und kommen die Stockclerks? Anscheinend nicht. Oder? Oder? Also die Kassierer kommen, dann kommen die Stockclerks auch. Die Frage ist, wann? Und wo parken sie? Ah, da läuft schon. Okay. Ich hätte vielleicht die Stockclerks. Erstmal nur die Stockclerks einstellen sollen. Beim nächsten Mal wissen wir das. Bei. Ach, Alter, wird ziemlich. Bei Sick jetzt auch. Klamottenladen. Warum ist da nur eine Kasse geöffnet? Theoretisch. Um 19 Uhr. Beim Sick. Es sollten zwei sein.
0 Uhr, 0 Uhr, 10, 16, 16. Ja, es sollten zwei sein. Parkt am Arsch der Welt, nehme ich an. Parkt garantiert wieder am Arsch der Welt. Und hier ist es halt voll. Was soll ich machen? Es ist voll. Ich habe tatsächlich zu wenig Kassen gebaut. Ich kann da noch eine hinsetzen. Aber alles, was ich dann mache, würde sich mit der Schlange überschneiden. Und das wäre dann doof. Das wäre dann doof. Aber ich vermute, ich muss es so machen. Denn sonst wird das hier gar nichts mehr. Dann haben wir wenigstens noch eine Kasse mehr. So. Und zwar, ich weiß gar nicht. Für mehrere Uhrzeiten. Wo haben wir den denn? Bürgerhell, Mediatoren. Bassling ist der alte. Basslingquelle hier. Higher Cashier. Nehmen wir mal dich. Für 0 Uhr. Dich für 8 Uhr. Und dich noch für 16. So. Also wenn es jetzt nicht reicht. Ja, fürs nächste Mal merken wir uns hier einfach mehrere einzustellen. Wir werden hier sowieso. Ich werde jetzt sowieso einen zweiten noch mit einstellen. Also zwei zweite. Einen zweiten für 8 Uhr. Und einen für 16 Uhr. So, in den Nachtstunden werden wir keine zwei brauchen, aber davor. Ne? Wir laufen auch ganz schön langsam hier. Ah ja. Und wir haben. Aber wir haben viel weniger Gewinn gemacht. Ja, der Pro-Markt. Aber daran liegt es ja nicht. Beef, hier ist Gewinn. Spielekark, immer schön. Leseratten hat halt weniger Gewinn, aber das ist ja auch nicht so. Ticketlobby hat normal. Normal möchte ich sagen. Basslingquelle, ja. Fidel Nord normal, denke ich. Knall die Center war nicht so geil. Bowlhole. Ja. Normale. Oh. Minus 385%, Alter. Den müssen wir. Was haben wir denn da drin mittlerweile überhaupt? Muss ich gleich mal checken dann. Klunker lief auch nicht so geil wie sonst. Bürgerhell lief dafür gut. Mediatoren, ja, hatten wir auch schon mal mehr. Viel Lust hatten wir auch schon mehr. Ja, das war halt generell so ein Tag, wo nicht viel geht. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Another Brick in the Mall. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.